Stammtisch. Es wird Zeit, dass wir wieder mal scrappen. Ich habe mir auch schon ein bisschen was zurechtgelegt, habe auch schon eine Idee im Kopf. Also hier so ein bisschen was habe ich schon. Ne? Es wird heute tatsächlich sehr Memories for You lastig. Ja, auch wenn ich ja nicht mehr im Design-Team bin, heißt es nicht, dass ich mit Memories for You nicht mehr verbunden bin. Und deshalb gibt es auch weiterhin Sachen, die ich mit den Produkten von Memories for You arbeite, ist ja ganz klar. Also auf jeden Fall, ich habe mir hier das Papierset Frühling und die Sticker und diese Embellishments. Da ist noch ein bisschen was von einem anderen Layout drin. Ein paar Stempel habe ich schon mal zusammengesucht. Ja, die Rahmenschilder, wie auch immer du die nennen willst, also tatsächlich heißen die Rahmen, haben es mir angetan. Das muss auch mit drauf. Egal wie, es muss mit drauf. Und mein Gedönse hier, ne? Meine Zweiglein. Ich finde Zweige ja immer toll. Und Stencil. Ja, und Washi-Tape habe ich auch noch zurechtgelegt. Und zwar dieses hier, das ist aus meinem Fundus. Mal schauen, ich weiß noch nicht, was es wird, wo die Reise hingeht. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Los geht's, der Peter. Ja, ich habe mich hier für eine dezente Seite entschieden. Also eine Rückseite aus diesem Frühlingspapier-Kit. Und da lege ich schon mal mein Foto drauf. Das hatte ich ja schon vorher mit meinem Selfie-Ausdrucker ausgedruckt. Ja, tatsächlich. Und jetzt schaue ich einfach mal, wie ich was arrangieren möchte. Diesen Rahmen, das habe ich ja ganz klar gesagt, der muss mit drauf. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und das Washi-Tape möchte ich eigentlich auch zum Einsatz bringen. Naja, du wirst schon noch sehen, was damit passiert. Da ich diesmal keine Stanzteile benutze, hole ich mir gleich mal diese Embellishments mit dazu. Und habe mich dafür ich glaube, das war das Geburtstagsset, also Geburtstagskind, fürs Geburtstagskind weiß ich auf jeden Fall, diesen Zweig da entschieden. Den finde ich nämlich echt schön. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Die kleinen Zweige habe ich auch drauf drapiert. Also so in etwa läuft. Jetzt klebe ich mir einen breiteren Streifen ab. Dabei habe ich hier dieses lilane Tape, das habe ich dir in einem anderen Video ja schon erzählt von dem Tape. Da klebe ich mir zwei Bahnen nebeneinander, damit das einfach ein schöner breiter Streifen ist. Ja, dann arrangiere ich mein Foto. Und was mache ich dann? Dann gucke ich mit dieser Blüte da und fange dann auch mal an zu stempeln. Das ist toll, ne? ich benutze hier VersaFine. Claire. Ich weiß jetzt nicht, welche Farbe genau. Findest du unten in der Infobox. Und ich nehme nicht den ersten Abdruck. Das ist mir nämlich zu doll. Sondern ich möchte lieber diesen zweiten zarten. Und da arbeite ich mich von oben nach unten einfach durch und nehme immer den zweiten Abdruck. Und ja, zack, bin ich fertig. Jetzt kommt hier dieses Papier zum Einsatz für Alkoholstifte. Yeah, weil ich koloriere dieses Schildchen hier, was ich mir jetzt gerade mit schwarzem Memento abstempel, mit den Abt Pro. Also mit diesem Tombow Abt Pro. Gott, ich habe mit dem Namen einfach ein Problem. Ja, und da habe ich mir dann mal hier, suche ich mir da mal so ein paar Stiftchen zusammen anhand meiner Tabelle. Und dann geht's los wieder mit dem Kolorieren, ne? Da mache ich nochmal so den Farbcheck, ob das auch wirklich passt für mich. Das brauche ich immer. Naja, ist halt so, kennst du ja schon. Auch hier fange ich wieder mit hell an. Übrigens, es gibt ja einige, die wirklich von dunkel nach hell kolorieren. Und ich habe das neulich für mich nochmal ausprobiert und habe echt festgestellt, ich kann das nicht. Da wird die Koloration bei mir gar nichts. Deshalb, ich bleibe dabei. Ich koloriere auch mit den Alkoholstiften. Und das ist egal, welchen das sind, ob das jetzt von Tombow oder von Copix oder whatever. Immer von hell nach dunkel. Das funktioniert. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, es ist keine Vorgehensweise wirklich falsch. Ne? Also ich denke, das muss jeder für sich rausfinden, welcher Typ er ist. Ich bin von hell nach dunkel, andere sind von dunkel nach hell, wie sich das anhört. Aber es ist einfach so. Und es ist alles richtig und es ist alles so in Ordnung. Ja, und hier bin ich dann schon auch ziemlich weit gekommen. Ich schwätze und schwätze und schwätze und erzähle dir gar nicht, was ich da mache. Aber siehst du ja eigentlich auch, ne? Ich setze halt immer einen Farbton dunkler ein.
Und ich wusste halt, dass ich die Ränder dunkel haben möchte und in der Mitte soll es hell sein, da ich noch was einstempeln möchte, also embossen möchte. Und dafür sollte es halt nicht ganz so dunkel sein in der Mitte. Sonst siehst du ja nichts mehr von dem Spruch, ne? Dann hätte ich mir das nämlich mit dem Kolorieren auch schenken können. Beziehungsweise mit dem Stempeln. Die Ränder mache ich aber schon noch richtig schön dunkel. Das finde ich irgendwie, ja, das gefällt mir einfach. Punkt um. Und das geht eigentlich auch recht schnell. Aber ich liebe diese Schilder zu kolorieren. Ich weiß auch nicht warum. Bin da irgendwie ein bisschen... naja, mir gefällt es einfach. Sei es drum. So, jetzt haben wir hier auch schon das Dunkelste reingezogen. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Ergebnis wirklich zufrieden. Ah, mit dem hellen Stift. Die helle Farbe schubst ja die dunkle noch mal ein bisschen weg. Da kannst du es noch mal ein bisschen heller machen. Aber für mich ist das genau passend so. Die Schrauben, die haben dann auch noch ein bisschen grau abgekriegt. Aber wirklich viel sehen tust du davon nicht. Aber es ist halt da, ne? So. Jetzt habe ich mir hier einen Spruch rausgesucht. Vergiss nicht deinen Verwendungszweck oder dein Verwendungszweck ist Leben. So irgendwie. Und den stempel ich mir mit Versa Markup und... Herrgott, mein Gott. Und schütte halt Embossingpulver drüber. Jetzt glaubst du es jetzt? Ist mir aber die Sprache rausgegangen, ne? Ich pudere das ein bisschen ab, damit auch wirklich nur auf dem Text das Embossingpulver kleben bleibt und stempel es zweimal ab. Das mache ich irgendwie immer, sicherheitshalber. Ich habe noch nicht gecheckt, dass ich ein bisschen arg nah bin. Das merke ich dann später. Aber ich denke, du siehst ja ganz gut, dass ich das Pulver drüber schütte. Ich habe da halt so einen Kaffeefilter. Ja, und erhitze das, bis das Pulver geschmolzen ist. Und dann geht's ans Ausschneiden. Ist hier ziemlich einfach. Zack, siehst du, fertig bin ich. Und da habe ich dann gecheckt, ah, ist ein bisschen nah, ne? Habe ich ein bisschen rausgezoomt. Jetzt ist alles wieder schick. Ja, und da habe ich mich entschieden, die andere Seite von dem Abgeklebten auch noch mit der Blume abzustempeln. Auch wieder mit dem zweiten. Also genauso, wie ich es auf der anderen Seite auch gemacht habe. Auch von oben nach unten. Zack, fertig. Das gefällt mir besser. Und jetzt arrangiere ich mal hier so das Gedönsel wieder. Dann suche ich mir noch aus dem Sticker-Set ein paar Texte raus. Und fange an, die auszuschneiden. Irgendwie so ein bisschen sinnfrei. Fällt mir dann auch irgendwann ein. Guck nach einem Papier. Auch gleich fürs Washi-Tape. Und nehme aber das braune für die Sticker. Die klebe ich dann schon mal drauf. Weil ich muss die nicht erst ausschneiden und dann nochmal ausschneiden. Weißt du, was ich meine? Das wäre jetzt ein bisschen doof gewesen. Also auf jeden Fall, die klebe ich auf das Braun drauf, dass ich eine Mattung habe. Hab die mir hier jetzt auch schon gerade zurechtgeschnitten. Und auch schon den Mittelstreifen. Und da mache ich das Washi-Tape drauf. Bis dahin bin ich noch guter Dinge und sehr zuversichtlich, dass das gut aussehen wird. Was soll ich dir sagen? Lass gut sein. Nee. Also es ist so gar nicht meins. Hier kriegt dann, also die weiße Mattung stört mich dann. Also der weiße Rahmen um das Foto stört mich schon. Da gibt es dann erstmal eine braune Mattung. Ja, schneide ich jetzt hier mal so ein bisschen frei nach Schnauze aus. Ist ja eigentlich nicht so meins, aber ich wage mich mal. Ich bin mutig. Und jetzt stelle ich fest, mir gefällt das Braun. Zu dem Rosa ist alles okay, aber das Lila da stört mich echt. Deshalb weg mit. Den Bereich, den ich abgedeckt habe, mache ich jetzt wieder sichtbar sozusagen und klebe das gestempelt ab. Versetze einfach nur das Klebeband und habe mich jetzt spontan entschlossen, einen Stencil zu nehmen. Den finde ich nämlich auch ganz nice. Und mit den Make Arts drüber zu wischen. In so einem Gelb und Braun. Ich denke, das passt einfach. Ne? Also irgendwie zack, zack, fertig bin ich. Hab den ganzen Bereich da gewischt. Und das finde ich, das gefällt mir. Sieht gut aus. Dann kann ich jetzt hier meine Streifen abziehen. Und das finde ich jetzt richtig edel. Also jetzt fällt das richtig auf. Gefällt mir total gut. Jetzt arrangiere ich wieder alles. Und siehst du, das Foto ist jetzt von sehr weit oben nach sehr weit unten gerutscht. Ist aber auch dem Umstand geschuldet, dass ich ja da noch meine Texte habe. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Grün für mein Blätterwerk. Aber erstmal klebe ich hier meine Sticker auf mit der Mattung.
damit die schon mal gleich drauf sind. Ist fest, läuft, dann weiß ich genau, wo ich das Foto ausrichten muss. Da schaue ich dann, wie immer, dass es wirklich ein bisschen gerade ist, weil das sieht dann echt hinterher ein bisschen blöde aus, ne? Die Kante habe ich mir deswegen gesetzt, damit ich jetzt hier gleich diese kleinen zwei kleinen abstempeln kann. Und dann nehme ich auch einen. Bei einem nehme ich den zweiten Abdruck, bei dem anderen Zweig den ersten. Das war jetzt ein bisschen schwer, ne? Also hier nehme ich jetzt immer den zweiten Abdruck. Ich mag das, das ist dann einfach heller. Ne? Du bist zwar noch im gleichen Farbgedönse drin, aber es wirkt einfach anders. So wie jetzt. Da habe ich den ersten genommen. Da verschwindet einiges hinter dem Foto. Das ist aber auch tatsächlich so gewollt. Also es ist nicht schlimm. Da wird nochmal ein bisschen was nachgesetzt, damit noch ein bisschen was rausguckt. Und ja, tatsächlich nicht eine Stanze, ne? Also ist der Hammer. Ich kann auch mal ohne Stanzen leben. Unmöglich, also nicht gedacht. Aber funktioniert, wie du siehst. Aber wenn du dann so Embellishment-Teilchen hast, dann klappt es auch ganz gut. So, jetzt wird mal hier der Rest aufgeklebt, damit wir hier mal zum Ende kommen. Kann ja nicht sein, ne? Und das geht eigentlich recht schnell, weil es hat ja schon alles seinen Platz. Also es ist jetzt halt noch ein bisschen ausrichten, bisschen schiebi-schieb und so, ne? Aber jetzt nichts Dolles. Und tatsächlich, ich finde das eigentlich mit dem Braun viel, viel besser als mit diesem Lila. Also, dass mehr Braun auf der Seite ist. Zu dem Gelb-Grün, das harmonisiert ganz gut. Und ja, dieses Rosa-Gedönse habe ich halt nochmal aufgegriffen durch den Blütenrand, den ich da gestempelt habe. Also, passt. Ja, und das wäre nicht meine Seite, wenn da nicht noch zwei, drei Nuvus drauf kämen. Oder auch mehr. Das wäre meine fertige Seite. Also tatsächlich ist es doch ein bisschen anders geworden, als meine Vorstellung war. Aber tatsächlich, ich finde es gut. Und jetzt hier diese 284.000 Nuvo Drops runden das Ganze ab. Ich komme mal ein bisschen näher. So, hier ist das Schild. Ich liebe diese Schilder. Irgendwie könnte ich die ständig benutzen, tatsächlich. Ich finde die richtig, richtig toll und du kannst sie wunderbar kolorieren. Na, ob du das jetzt mit Buntstiften machst oder ich habe jetzt halt hier meine Alkoholmarke genommen. Das ist ja völlig Wumpe. Ne? Das kannst du auch mit Aquarell. Also Aquarell liegt mir nicht ganz so sehr, dann lieber Buntstifte oder Alkoholmarker. Ja, und das finde ich ist richtig toll geworden. Also da muss ich ein bisschen weiter weggehen. Ich finde, das ist so, das ist richtig dominant, also gut dominant. Ich finde es jetzt nicht negativ, ne? Dominant bedeutet für mich nicht immer negativ. Aber es schafft für mich so den perfekten Übergang von dem leicht gelb-grünlichen zu dem Braun, was ich noch verwendet habe. Es ist ja auch ein bisschen braun hier auf dem Foto, aber halt sehr dezent. Das hat mir ganz gut gefallen jetzt zum Schluss. Also mit dem Washi-Tape war eine gute Idee, aber nee. Da hätte ich das komplett anders aufbauen müssen. Nicht schlimm, wird irgendwann so zum Einsatz kommen. Und da meine 284.000 Novotrops. Was soll ich sagen? Ich mag's sehr. Und ich glaube, für mich ist das wieder so eine Seite, die mich persönlich anspricht. Und die wird, glaube ich, ganz schnell zu den anderen schönen Layouts kommen. So, ich wäre jetzt hiermit am Ende mit meiner Scrap-Seite. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch und dann sage ich Tschüss, bis bald.